Homosexuelle Paare, egal ob Schwule oder Lesben, bekommen keinen Nachwuchs. So entsteht eine Welle. Homosexuelle Paare, egal ob Schwule oder Lesben, bekommen keinen Nachwuchs. So entsteht eine Welle. Bedingungen zu schaffen, dass die lebensnotwendigen Bedürfnisse aller Menschen gedeckt sind, war schon immer eine Herausforderung. Aber in letzter Zeit hat es dramatische Ausmaße angenommen. Der Versuch, dies zu bewältigen, führt zu Knappheit von Rohstoffen, Armut, Arbeitslosigkeit, Konflikten und letzten Endes zu Kriegen und dem Tod vieler. Offensichtlich gibt es für die bald 8 Milliarden Menschen, die auf diesem begrenzten Planeten leben, nicht genug von dem, was sie brauchen. Zwar könnte eine Umverteilung und gerechtere Verteilung von Gütern die Lage etwas mildern, aber selbst dann ist die Frage, ob für alle genug von dem vorhanden wäre, was sie brauchen und vor allem wollen. Außerdem ist es auch nicht abzusehen, dass der Egoismus in näherer Zukunft verschwinden wird. So ist es eine logische Schlussfolgerung, dass wir zu viele sind, wenigstens zur Zeit. Einige Menschen gedenken, dieses Problem auf ziemlich seltsame Art und Weise anzugehen. Durch Eugenik, Geburtenkontrolle, Sterilisation oder Impfungen. Sie vergiften Nahrung, treiben Menschen absichtlich in Armut, Hunger und so zum Tod, inszenieren Unruhen, die zu Gewalt und Kriegen führen und ähnliches mehr. Und das alles sogar ungeniert und öffentlich. Im Gegensatz zu der eben genannten Gruppe von Menschen und anderen, die gar nichts tun, außer passiv zuzugucken, arbeiten Homosexuelle erfolgreich gegen dieses globale Problem und das wahrscheinlich ohne es zu wissen. Homosexuelle Paare, egal ob Schwule oder Lesben, bekommen keinen Nachwuchs. Das ist das eine. Zum zweiten adoptieren sie Kinder, wodurch die Chance besteht, dass diese Kinder eine Erziehung bekommen, die sich auf ihr zukünftiges Leben so auswirkt, dass sie vielleicht selbst homosexuell werden oder zumindest nicht unbedingt eine Familie im Sinne von Nachwuchs haben möchten. Auch bei sogenannten normalen Paaren, Mann und Frau, ist davon auszugehen, dass sie sich in absehbarer Zukunft weniger Kinder wünschen und weniger in die Welt setzen werden. Und noch eine Sache ist zu erwähnen. Die Menschen, die insgeheim homosexuell sind und sogar Familien mit Nachwuchs gründen, werden in näherer Zukunft immer mehr zur richtigen Homosexualität übergehen, je größer deren Akzeptanz in der Öffentlichkeit wird. So entsteht eine Welle. Je mehr eine massive Schrumpfung der Bevölkerung eintritt, desto größer ist die Chance für eine künstlich kontrollierte Natalität und es ist viel leichter, diese dann in die Tat umzusetzen. Der Neandertaler hatte zuerst auch Angst vor dem Feuer, war aber später dennoch froh, dass er es nutzen konnte. Homosexuelle Paare, egal ob Schwule oder Lesben, bekommen keinen Nachwuchs.